Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der gruseligsten Geisterjagd der Welt mit den Sachsen und dem Dagolord. Hallo. Was ja, mich oder was? Gruselig nur wegen dem Sachsen. Ja, na wegen wem sonst? So, GMS, Räucherstäbchen, 10 Grad Celsius und es ist Thomas. Was? Thomas! Was? Reagiert doch mal. Was? Ja, stimmt. Thomas! Habt ihr schon was? Verdacht? Bis jetzt nicht. Dann oben bestimmt. Es gibt hier, glaube ich, kein oben. Nein. Ach so? Das ist eine Einstellung. Ach ja, das ist das, ja, stimmt. Habt ihr euch mal die Fenster angeguckt, wenn es draußen regnet? Nee, warum? Ich fand gerade, also das klingt jetzt blöd, aber ich habe gerade also an dem Fenster gestanden und habe gedacht, das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ja, guck mal. Also. Ich habe der Welt einen Autoschlüssel und so geklaut. Ja, das ist. Ja. Du brauchst doch bestimmt bald eine zweite Garage oder so viele Autos wie Schlüssel, wie du kaufst. So, also ihr habt jetzt. Wir haben ja quasi noch nichts sozusagen. Weil ich habe nichts zum Identifizieren mit, ich habe nur beim Sprachbox und das Buch mit. Ja, Temperatur war jetzt das kälteste 13 Grad hier im Flur. Bei drin klatscht so gesagt. Okay. Ich kann auch so nicht. Das gibt's vorne. Aber ein Flur ist hier vorne. Was? Wir haben einen Schrankgeist. Ich hatte gehofft, er sitzt. Ne? Ich mach mal die Türen wieder auf. Warte. Also der Thomas ist sozusagen ein schüchterner Geist. Ja. Oder ein warmer. Der warmer. Das kann auch sein. Der ist, erscheint auf jemanden, der allein ist, zu antworten. Nee, da redet minus 11 im Keller. Ja. Minus 9, minus 10, minus 11. Ernsthaft, im Keller. Das kann doch. Hier unten, wo die Sicherung ist, ne? Na, mal gucken, das ist ja voll mies. Wo ging denn das ja in den Keller? Ach ja.
Gelände. Schreib ins Buch. Hast du die Sprachbox mit da gelockt? Die liegt oben im Flur. Ich hab sie mir kurz aufgehoben, ich bring sie gleich mit runter. Ah, okay. Schreib in das Buch. Wir waren zwischenzeitlich mal bei 6. Schreib in das Buch. EMF ist 0, weiter. Ist hinter mir her, ja, hinter mir her und hat mir immer ins Gesicht umgehaucht, Alter. Also ich hatte eben F3, 4. 4 hatte ich auch. Hat okay. Mein Foto gezählt? Nee. Er hat aber nicht ins Buch geschrieben bis jetzt. Ich schreibe nochmal mit der Sprachbox runter. Vor allem ganz gemütlich durch die Treppe hochlaufen, hinter dir her und ins Nachbarzimmer. Ich habe noch die Kellertür zugemacht, hat mir viel geholfen. Oh Mann. Er ist schon wieder abgesehen, der Sachs ist alleine. Guck mal, wie der Sachse da hockt. Räucherstäbchen. Irgendwo drückt, glaube ich, die falsche Taste. Räucherstäbchen müssen wir noch machen. Ja, ich wollte erstmal Beweis finden. Ja, ich habe eine Sachse. Geh, renn, lauf, so schnell du kannst. Aber guck mal, Phoenixer. Also klar, der hat immer gejagt, aber wir sind schon wieder auf der Hälfte runter. Ja. Heißt quasi Gefriertemperaturen und Geisterort, ja? Achso, Gefriertemperaturen, ja, stimmt. Okay, dann brauchen wir die Kamera jetzt auch nicht mehr. Juhai wäre Geister Pu. Mare wäre Geisterbock. Mhm. Phantom wäre EMF. Na, EMF hat nur 4 und Buch sieht so aus, als hätte er nicht mehr. Also kann ich. Genau, Fingerabdrücke wegschwören. Sagst du, die Box hast du ja. Okay. Ich habe jetzt die Räucherstäbchen. Was macht er hier? Hast du ein Feuerzeug dabei? Ja. Wie war das gleich? Ich musste die einfach bloß anklicken, ne? Musste ich die Räucherstäbchen in der Hand haben? Genau. Oder das Feuerzeug? Die Räucherstäbchen, ne? Die Räucherstäbchen. Wollen wir das erstmal schnell noch Film reinlassen? Wie sieht's denn aus? Ja, komm. Oder? Ich denk doch. Ja, lass Film nehmen. Besser ist bei der Vieh. Alter, wie Akku der ist, ne?
blockieren unseren Schall. Soll ich den Raum ausräuchern? Die dann da unten ausräuchern, ne? Ja, wir kommen alle mit, denke ich. Da wird auf jeden Fall eine Kraft. Bist du hier? Bist du da? Okay, ich brauch Box. Ich räuchere noch schnell fertig, ja? Ja, ich mach ein Bild. Und Nase wachsen. Das ist weg hier. Ja, ich bin. Die liegt auf der Treppe, ich hab sie vor Schreck fallen lassen. Als er mir geantwortet hat. So. Das riskieren. Ich meine, dann 100% sterben werden, aber wenn ich das ich jetzt mal probiere. Was denn? Ich brauche. Ernsthaft jetzt? Nimmst du die Kopfkamera mit? Hat er ja schon. Ach. Du willst jetzt das. Na, du willst schon Bloody Mary rufen, ne? Ja. War schön, dich gekannt zu haben. Total aus Dunkelheit sein musste. Lass mal zu. Ja, Gollop? Hä? Wir haben nur noch ein Feuerzeug, das liegt doch dort. Unten. Ich kann dir so geben. Sorry, ich war gerade kurz so. So, let's hold. Wir beobachten dich auf der Kopfkamera. Ich glaube nicht, dass da wirklich was passiert. Nee. Das ist übrigens ein Mythos. Komm. Muss ich mich damit dabei drehen, Schmidt? Nee, du musst einfach nur in den Spiegel gucken. Ich versteh's nicht. Du musst einfach nur in den Spiegel gucken. In totaler Dunkelheit mit einer Kerze und Spiegel gucken und dreimal sagen. Oder muss ich die Kerze hinstellen? Kannst du, glaube ich, nicht. Geisttechnisch ist alles in bester Ordnung. Jetzt kommt er aus dem Badezimmer raus, steht er gestern direkt vor ihm. Ja. Oder er ist der Geist. Er ist Bloody Mary. Vielleicht passiert da gar nicht, vielleicht ist das ein Mythos.
Geist bei 0. Was? Also vielleicht passiert doch was, wie sie es anhört. Weißt du, was es macht? Der kommt ja an und stirbt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Einbildung war, aber das klang so ein bisschen so wie, na, wenn man sich so Fingernägel aneinander schnippt. So, so ganz komisch, so klick, 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 nehmen wir auf immer. Okay. Und da bist du nicht noch ein bisschen da geblieben und hast doch geguckt, was passiert, Mensch. Ich hatte vorhin noch mal gerufen, deswegen. Ach so, okay, das haben wir ja hier nicht mitgekriegt. Also ich habe bestimmt 20 Mal mit Platinari gerufen. Na gut, alles klar. Ja gut, aber ich würde sagen, es war eine erfolgreiche Runde und dann machen wir lieber die kurze Folge. Ja. Okay. Machen wir so. Yeah. Waren wir zur Abwechslung mal erfolgreich. Vielleicht noch eine hinten ranhängen, also oder bei 17 Minuten. Dann hängen wir noch eine an. 18, okay. Preußen Highschool oder nochmal Tanglewood? Ja, was Kleines vielleicht haben, wenn wir zwei Folgen machen. Wäre vielleicht die kleine Karte gut. Bereit? Na, hinzufügen muss. Ja, erstmal hinzufügen. Du musst hinzufügen. Bereit. Noch nichts hinzugefügt, keine Taschenlampe, nix, aber Hauptsache bereit, bereit. So. So, wir sind Zeuge in, Bewegungssensor, Zeuge Geisterevent und Kruzifix. Carol Clark, das ist wieder was für den Darulord und reagiert auf alles. Ah, ja, wie immer. Hat einer mittlerweile überhaupt eine Ahnung, wie das Kruzifix wirklich funktioniert? Nein. Nee. Gut, ich frage nur. Ich wollte es nur bewusst sein. Du wirfst es ihm entgegen und hoffst nicht zu sterben. Okay. Ich habe hier einen 2er Ausschlag EMF in der Küche. 5er EMF im Wohnzimmer. Also hier beim Keller, bei der Kellertür. Okay. Genau hier war 5er Ausschlag. Ich müsste jetzt mal sagen, was die Temperatur sagt. Vielleicht auch daneben war mir das kleine Lager oder so. Also hier sind 11 Grad gewesen. Ich guck trotzdem nochmal wegen dem Knochen. Hier ist es warm. Hier ist so warm. Keller vielleicht? Da war es auch gerade warm. Okay. Ich denke mal, das wird schon die Küche sein, das kühlt jetzt gerade aus. Keller sind 15 Grad. Hey, hier kühlt's aus, bei mir ist hier warm. Hier sind 10 Grad gewesen gerade. Ja, aber der Hochbot auf 10. Wo genau? Hier 9,5 hier auf deinem Teich. 8er. Ach ne, eben, ja, 9er, jetzt hab's. Also 5er EMF haben wir schon mal. Okay. Knochen hat noch keiner gesehen, oder? Nee.
Schreib ins Buch. Ich mach mal Licht an. Schreib, er hat ins Buch geschrieben. Gut. Das läuft. Die Profis sind am... Wo liegt das Buch? Auf dem Küchentisch, also auf der Arbeitsfläche, ja, Arbeitsplatte. Ja, hab's gefunden. Hab's gefunden, hab fotografiert. Perfekt. Okay. Bewegungssensor. Hat jemand schon einen Bewegungssensor mit? Nee, ja? Nee. Nehme ich und eine Videokamera, ne? Oder die Geisterbox. Ich nehme die Geisterbox. Was brauchen wir noch? Eine Videokamera, denke ich, der Sachse, wie immer. Ja, Schmidt. Bist du hier? Sprich mit mir. Wo bist du? Kannst du mich hören? Wo bist du? Bist du hier? Bist du da? Okay, ich hab nichts mehr. Ich geh aus dem Ring. Aktivität bei 4. Bei was? Aktivität bei 4 und Bewegungssensor hat schon ausgelöst. Macht mal das Licht aus in der Küche oder so. Ah, okay, nee, alles gut. Ich glaube, ich habe einen Geisterorb gesehen, ganz kurz. Ja, Geisterorb. Gut. Wie? Ein Schild. Geisterorb, Geisterbuch, EMF5. Ja, genau. So, Geisterevent und Kruzifix. Habt ihr zwei Fotokameras mit? Wo ist denn hier die? Ich hab, oder haben wir bloß zwei hinzugefügt, möglicherweise? Also ich habe eine hinzugefügt. Ach, alles gut. Ich hab alles gut. Hab's. Will noch jemand das Kruzifix mitnehmen? Ja. Zenity, also sieht auch noch gut aus. Können wir eigentlich noch mal probieren, ja. Der Bewegungssensor löst aus. Den Knochen hatte er jetzt schon, ne? Ja. Alles klar. Oder war das diese Runde oder letzte? Nee, ich glaube, den hatte ich schon. Hier ging eine Tür? Ja, habe ich auch gehört.
sorry. Ja, ja. Mann. Der Sachse ist, will ich nicht sein. Da muss man immer sterben, wenn man bei dem in dem Raum ist. Ja, deswegen halte ich immer Abstand. Ich bin mir nicht sicher, ob das den ablenkt oder ob das den noch mehr Akku macht. Phoenix hat Sanity 33. Gut zu wissen. Ja, nur so als Info. Sagst du, bist du im Keller? Hast du dort geguckt? Aber ja. Jetzt liegt ja alle unter 40. Alle beide. Lass hier draußen chillen. Hätte ja sein können, dass der im Vorgarten ist. Ja, kann ja schon sein. Ihr müsst vorher eine Kammer machen. Hey, warum hast du keine? Ich will es nicht, ich hab's vergessen. Na, geh ruhig. Sag mal, alles klar, ist unser Sofa. Dagolot, wo bist du?
Vorne beim Bad, also im Kinderzimmer. Ja. Bleibt eigentlich bloß noch der Keller. Keller war noch auf der Sachse. Achso, okay. Alle noch am Leben? Boah, das warst du, Alter. Ich hab gedacht, es kommt ein Geist. Gab's Geisterfoto? Okay. Ich bin da. Ich hab kein Foto mehr. Oh, oh, Sachse. Aber er wollte ja unbedingt mit deiner Freundin reden. Oh, oh. Ja, warte mal, vielleicht gibt's noch eine Leiche zu fotografieren. Ich hab kein Foto mehr. Ich hab noch ein Foto. Sagst du, bist du eingesperrt? Oh mein Gott. Er hat sich einfach mal voll einsperren lassen. Weil wie er mich gerade noch ausgelacht hat, weil ich ihn fotografiert habe, als er da reingekommen ist, weil ich dachte, das ist die. Also es ist vorbei. Lebt er noch? Sagst du, er lebt noch? Oh, mit 5% Sanity. Komm raus da jetzt. Mensch, lieber Bruder. Hat sie dich lieb gehabt? Ja, die hat das nur geknackt. Knickknack oder was? Jupp. Jetzt leidet's an. Oha. Wie gut das einfach war, wie du mich da ausgelacht hast. Weil du in dieses Zimmer reinkommst und ich ein Foto von dir mache, weil ich gedacht habe, das ist der Geist. Ach, schön, ey. So. Na gut. Das ist da nur echt noch Geisterbild. Schön. Okay. Sogar mehrere. Ja, wir hatten ja genug Zeit, die zu fotografieren. Gut, dann zwei erfolgreiche Runden. So ist hat es. Hat die bei schon gesungen? Ja. Das ist der Audiosensor. Ja. Kann ich losfahren? Du kannst los. Ja, kannst du. Geht ab. Tschüss, Carol. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.